So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Smaragd. Es ist einiges passiert seit dem letzten Mal. Es hat sich viel getan in unserem Team. Und ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Ich habe natürlich alle sehenswerten Momente aufgezeichnet, damit ihr sie auch im Nachhinein bewundern könnt. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Oh, unser Knackklon entwickelt sich auch noch. Endlich! Wir haben schon ziemlich lange und hart trainiert und jetzt kann es sich entwickeln und jetzt hat etwas mehr Power. Ja! Ein Vibrava! Es wird schon mehr zum Drachen-Pokémon. Und jetzt noch mehr, denn es möchte die Attacke Feuerodem erlernen. Natürlich! So, was? Sandwirbel? Natürlich. Ja, wie ihr seht, ich habe ihm hier die Attacke Schaufler beigebracht, um sich etwas stärker zu wehren, denn sein Angriff ist nicht gerade gut. Ja, dann verlernen wir mal die Sandwirbel-Attacke. Denn die brauchen wir am wenigsten. Und jetzt können wir auch eine Drachenattacke, die erste Drachenattacke. Yes. Oh, jetzt schlüpft auch noch das Ei. Naja, wenn wir schon dabei sind. Schlüpf aus, schlüpf aus, schlüpf aus. Ich habe keine Zeit. Oh, ein Isso. Das ist ein sehr nutzloses Pokémon. Nein, eigentlich nicht. Möchte ich dem Isso einen geschlüpften Spitznamen geben? Dem geschlüpften Isso einen Spitznamen geben? Nein. Okay. Und ein weiteres Pokémon entwickelt sich. Unser Zigzags. Warum ist das nötig? Ganz einfach, weil wir jetzt mit VM Stärke eine weitere VM haben, die wir unserem Pokémon, unserem VM-Sklaven lernen können und müssen. Zigzags kann diese Attacke aber nicht lernen, Gyarados hingegen schon. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal ein paar Level in die Pension gesteckt und dann den Rest trainiert, damit es sich entwickelt und wir die Stärke ihm auch beibringen können. Yes! Und noch ein Pokémon entwickelt sich. Und zwar ein Isso. Wir haben Isso, nachdem wir es ausgeschlüpft haben, zusammen mit Zigzags in die Pension gesteckt. Und ja, nachdem es schon so Level 19 war, habe ich es jetzt noch schnell auf Level 20 rauftrainiert und es entwickeln lassen. Jetzt haben wir zum Spaß ein Woingenau. Hat keinen bestimmten Sinn, warum ich das gemacht habe. Normalerweise würde man Woingenau ziemlich gut gebrauchen können, da es eine Fähigkeit hat mit Wegsperre. Das heißt, der Gegner kann nicht flüchten. Dass man die Wander-Pokémon fangen oder festhalten kann mit Woingenau, zum Beispiel Latios oder Latias. Ich weiß noch nicht, ob wir in dem Let's Play Latios oder Latias fangen. Die Möglichkeit dazu hätten wir ja jetzt mit Woingenau. Es müsste halt noch einige Level rauf trainiert werden. Aber natürlich könnt ihr das entscheiden, ob wir uns dann nach der Top 4 auch an Latios bzw. Latias ranmachen. Das dürft ihr entscheiden und ihr dürft auch entscheiden, welches Pokémon wir nehmen sollen. Latias oder Latios. All das dürft ihr entscheiden. Ich bin schon gespannt. Und noch jemand entwickelt sich. Diesmal unser Krakelo. Von dem ganzen Training von Vibrava und den anderen Pokémon ist es jetzt auf Level 40. Und damit entwickelt es sich zu seiner letzten Evolutionsstufe. Krawumms. Ist schon geil, muss ich schon ehrlich sagen. Brutalst stark. Ja, ich denke mal, das war es jetzt aber mit den Entwicklungen. Waren ja auch wirklich genug. Oh, Krawumms versucht noch Hyperstrahl zu erlernen. Das erlernen wir eben natürlich nicht. Hyperstrahl ist vielleicht gut, aber der Nachteil ist, es ist nicht hundertprozentig sicher. Erstens und zweitens, selbst wenn es trifft, muss man danach eine Runde aussetzen. Und die kann der Gegner extremst gefährlich nutzen. Joa, da haben wir ja ganz schön viele Entwicklungen auf einem Stück errungen, würde ich mal sagen. Und nachdem darf ich euch gerne das gegenwärtige Team präsentieren. Wir haben hier unser Vibrava mit Level 36.
Sorry, dass es nur auf Level 36 ist. Ich hatte ursprünglich es vor, auf Level 40 zu trainieren. Aber das ist wirklich eine Höllenarbeit gewesen, es allein schon mal bis hierhin auf Level 36 zu bekommen. Die Werte sind auch nicht so toll, wie man sich eigentlich wünschen würde. Und ja, die Attacken sind ganz gut. Dann haben wir hier unser Logo auf Level 40. Gerade frisch auf 40 trainiert. Und unser Kravoms auch auf 40. Unser Geradax als VM-Pokémon. Und das wollen genau, das ihr sicher aus dem vorherigen Teil schon kennt. Ja, ihr habt vielleicht gesehen, dass Vibrava das Item Schattenglas trug und Kravoms trägt das Item Seidenschal, das verstärkt Normalattacken, während eben das Schattenglas die Unlichtattacken verstärkt, sprich Knirscher oder Finte. Knirscher hat es auch schon von selbst erlernt, ja, ja. Jo, gut. Dann wollen wir aber auch mal weitermachen. Und zwar, hier in der Wüste gibt es noch einige Trainer, die auf uns warten. Oder auch nicht. Hatte ich den beim letzten Mal schon gemacht? Ich weiß gar nicht. Die hier habe ich noch nicht gemacht, jedenfalls. Sehr schön. Ach, übrigens, ich nehme mal an, das wird heute ein kürzerer Part. Da wir ja einiges schon gesehen haben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ich kann euch sagen, es gibt eine Überraschung. Eine sehr positive Überraschung. Denn ich habe mich spontan dazu entschieden, ein neues Projekt zu starten. Oho, man höret und staune, ein neues Projekt neben Pokémon Smaragd. Ja, es ist, ich werde noch nicht sagen, was es ist, aber es ist persönlich eins meiner Favoriten. Das Spiel. Und ich muss dazu sagen, ich habe es noch nie komplett durchgespielt, dieses Spiel. Ja, so viel dazu. Jetzt kommen wir hier mit Propanze und Knirscher ganz gut klar. Kein Problem, kein Problem. Jo, dann hätten wir das auch. Oh, Moment mal, ich muss mal ganz kurz pausieren. So, das sollte es gewesen sein. Jetzt sollte es etwas besser gehen. Denn mir ist aufgefallen, dass es etwas laggt. Jo, wir sehen beide richtig cool aus mit Wüstenglas. Natürlich sehe ich ein bisschen cooler aus als du und das Wüstenglas. Hoffe ich halt. Naja, man darf doch wohl noch träumen, Leute, oder? Träumen ist doch was Schönes. Wenn man sonst nichts kann, so wie ich, ne? Nein, natürlich nur Spaß. Ihr wisst ja, ich rede viel Mist, wenn der Tag lang ist. Und der Tag ist immer lang, und zwar 24 Stunden. Ja, heute habe ich die Weisheit wieder mit dem Löffel gefressen, wie man bei uns so schön zu sagen pflegt. Pflegt, das ist ein deutscher Ausdruck. Ein echt extrem hochdeutscher Ausdruck. Da wird es als gang und gäbe eigentlich normale Buchstaben als oder F, CH oder F zu sprechen, auszusprechen. Beispiel, das Pferd wird manchmal in den Extremgebieten Pferd dazu gesagt. Oder eben gepflegt. Weil er aber eigentlich mit G schreibt. Aber ja, egal. Eigentlich wollte ich aber was ganz anderes sprechen. Und zwar, gestern war Sonntag, der 29. September. Und das heißt, in Österreich waren die Nationalratswahlen. Wie man sich denken kann, hat natürlich die Sozialpartei Österreichs, also die Rote, die SPÖ, so wie wir sie hier gerne nennen, gewonnen. Als zweiter waren die Schwarzen, als dritter die FPÖ und die Grünen, die waren vierter. Ja, die anderen, die hatten nicht wirklich erwähnenswert, den Trainer habe ich schon zweimal probiert anzusprechen. Die hatten nicht erwähnenswert viele Prozent, was erstaunlich ist. Sowohl die Roten als auch die Schwarzen haben bei uns ganz schön viel Prozent an Wähler verloren. Um die 2% verloren wir vor
wie vor 5 Jahren. Hingegen dessen hat die Freiheitliche Partei Österreichs, also die Blaue, die FPÖ, mehr als 3% an Stimmen dazu bekommen. Die Roten, also die SPÖ, möchte natürlich, dass sie Wahlgewinner mit 27% ist, wieder mit den Schwarzen eine Koalition angehen. Doch die Schwarzen, die sagen, es muss was geändert werden. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Denn wenn die Wählerzahlen so konkret zurückgegangen sind für diese beiden Parteien, dann kann doch irgendwas nicht stimmen. Das haben sich die Schwarzen, beziehungsweise hat sich das der Parteiobmann der Schwarzen Partei gesagt. Und ja, mal schauen, was da so bei rauskommt. 5 Jahre Zeit haben sie. Ich bin richtig gespannt. Und ich bin vor allem auf das nächste Wählergebnis gespannt. Das ist womöglich die letzte Möglichkeit für Rot-Schwarz noch etwas zu ändern. Denn in den letzten 8 Jahren hat die FPÖ satte von 3% hinauf auf 21% geschafft. Möglicherweise gibt es dann nächstes Mal genug Stimmen, um ein Rot-Schwarz nicht mehr möglich zu machen. Ja. Aber um hier keine politische Diskussion zu erzünden, würde ich mal sagen, wir lassen es darauf beruhen. Ich habe in letzter Zeit genug politische Diskussionen gelesen, teilweise auch meinen Beitrag dazu gegeben, und ich muss sagen, ich habe davon jetzt die Nase voll. Ich möchte gerne angreifen mit Feuerrudel. Ist das in Ordnung? Ja. Ja, von dem her würde ich mal sagen, dass wir es auf dem belassen, wo es jetzt ist, und einfach uns mal anschauen, wie sich die Regierung dafür entscheidet. Gut, wir machen hier die Wüste platt, in der es Picknicker gibt. In der Picknicke kann man... was ist los? In der Wüste kann man auch picknicken. Ja, wusstet ihr das nicht, Leute? Woher kommt sonst die berühmte Mahlzeit Sandwich? Ich weiß aber schlecht. Aber daran müsst ihr euch gewöhnen. Ich hoffe, ich habe jetzt vorher nicht wieder irgendeinen Mist gesagt. Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern. Gerade jetzt. Ich bilde mir nämlich ein, Fähigkeit gesagt zu haben. Ich meine natürlich Köstlichkeit. Nicht zu sagen als Nationalspeise der Wüste. Die Wüste hat eine Nationalität, natürlich. Und Leute, nehmt's mir nicht so schwer, wenn ich den ganzen Tag nur Mist erzähle. Das ist doch immer so. Und ich glaube, es gibt auch einen Spamfilter für YouTube. Also, übertreibt's nicht. Nein, es gibt natürlich keinen Spamfilter. Zumindest noch nicht. Irgendwann werden sich die Leute auch sowas einfallen lassen. Mit dem immer besser werdenden Design kommt vielleicht irgendwann auch noch so ein Spamfilter dazu. Weiß ich nicht. Es gibt ja jetzt schon Capture-Schutz, wenn du, weiß ich nicht, ein paar Kommentare hintereinander schreibst. Könntest du ja ein Computer sein. Das muss überprüft werden. Und auch ein Computer kann Captures auslesen. Ganz einfach. Es gibt heutzutage eigentlich keinen richtigen Schutz mehr. Denn was der Mensch kann, das kann der Computer auch. Zumindest auf computermäßigen Daten. Denn zu jedem Capture-Bild ist ja auch ein richtiger Zahlencode gespeichert. Und den kann er ganz einfach aus der Datenbank lesen. Bilde ich mir zumindest ein. Ich bin mir sicher, dass das geht. Warum denn nicht? Überall, wo es eine richtige Lösung dafür gibt, die ist auch gespeichert. Sonst könnte man sich nicht identifizieren. Und genau da wird der Computer auf der Datenbank zuschlagen. Ja. Knackleon auf Level 20. Gegen ein Vibraber auf Level 37, das fast Level 38 ist bald. Jo. Getötet. Nein, es ist natürlich nur besiegt, liebe Kinder, die jetzt zuschauen. Ich habe es ja nicht getötet, es ist nur besiegt. So, die Wüste ist fertig. Wir haben 4 Orden.
Und das heißt, ein eingefleischter Spieler der Smaragd-Edition oder überhaupt Rubin Saphir der Höhenregion weiß, wo es jetzt hingeht. Auf 20 abwägen. Natürlich nicht. Ich frage mich gerade wirklich, wie wir gehen werden. Aber ich glaube, ich weiß die Antwort. Wir nehmen den alternativen Weg. Und mal ganz unter uns. Es ist doch viel schöner, wenn das Boot am Steg steht, oder? Für diejenigen, die sich von euch jetzt fragen, hä, wovon redet er jetzt wieder? Wartet's ab. Wartet's ab. Wir nehmen vielleicht doch besser das Fahrrad, denn, weiß nicht. Hab so ein Gefühl, dass das damit schneller geht. Natürlich kann man sich damit auch am Bein brechen, weil man stürzt bei der Geschwindigkeit. Aber das Risiko müssen wir eingehen. Bäm. Auffahrunfall. Ruft einen Krankenwagen oder gleich 50 Krankenwagen. Denn das ist bereits der dritte Unfall, den ich eben hatte. 10-mal. Ja. Ich will nicht der beste Radfahrer werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und du hast auch wirklich einen guten Job. Die ganze Zeit hier auf Radfahrer zu warten, denen du sagst, wie erbärmlich sie denn gewesen sind. Kommt bestimmt sehr gut. Der Job wird sicher auch hoch bezahlt. Für die Leute, die sich fragen, hey, warum fährt der Typ jetzt zurück? Ganz ruhig. Es geht hauptstorymäßig weiter. Ja, gut. Ich hatte mich verklickt. Entschuldigt. Oh mein Gott, nein, da ist jemand, der will mir den Kopf abreißen. Ach, das bin nur ich selbst. So, beinahe hätten wir Schwimmer überfahren, und zwar ganz schön viele. Noch einen. Na, aber wir wissen ja, dass Mr. Brack nicht gerade einen Bootsführerschein hat. Und genau deshalb wollen wir es nochmal probieren. Und zwar nach Blödenburg City raus. Und für die Leute, die sich jetzt wieder fragen, warum geht er nicht einfach durch den Winterflurtunnel? Kein Bock! Ich weiß, dass es so schneller gehen würde, aber ich fahre lieber mit dem Schiff über die ganze Weltkugel, als wieder durch eine kleine Höhle zu gehen. So, und hier kommt ein vielleicht gewollter Grafikbug, aber ja, das ist bestimmt irgend so ein Bug oder vielleicht auch gewollt, weil die Leute zu faul waren. Ja, wie auch immer. Was machen wir in Blütenburg City? Der eine oder andere wird es wissen. Was denn nicht sonst, wenn? Ach ja, da gab's ja noch was hier. Richtig, die Arena von Blütenburg City. Und dafür ist es jetzt Zeit, denn wir haben 4 Orden und unser Vater hat den 5. Orden. Doch, bevor wir zu unserem Vater kommen, gibt es noch jede Menge Trainer, die alle auf eine bestimmte Taktik hier fokussiert sind. Das steht meistens immer auf der Tür. Und hier ist der Raum der Genauigkeit. Das heißt, hier werden höchstwahrscheinlich genauigkeitssenkende oder Fluchtwert erhöhende Attacken des Gegners eingesetzt, um mich richtig zu nerven. Mit einem Inikoro sollte das allerdings nicht so astral funktionieren, wie sich die Leute das vielleicht vorstellen, vor allem wenn es Level 26 ist. Oh, das hat aber den Drachenodem ganz gut weggesteckt. Das ist nicht so toll, dann greifen wir mal mit Knirschern. Sollte es jetzt aber wegweichen. Nein, Inikoro hat aber ganz schön gute Verteidigung. Nein, nein, nein. Ich ziehe meine Aussage zurück. Natürlich liegt der Fehler bei Vibrava. Wir haben eine nicht zu überschätzende Angriffskraft. Ganz genau. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer ein raues Stechen im Hals, wenn ich aufnehme. Sonst nie. Ich rede stundenlang mit mir selbst, wenn ich am PC arbeite. Aber dann nehme ich es mal kurz auf und zack. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt wieder aufnehmen. Aber ich... Achso, ich sollte vielleicht wechseln. Nein, das hat funktioniert. Aber der Knirscher reicht nicht, um es zu töten, oder? Doch. Ha. Power à la Vibrava. Gut. So, damit der Part nicht zu lang wird, würde ich sagen, wir machen noch einen Trainer. Und zwar der Raum der Erholung. Ich glaube, da kämpfen wir gegen einen Lethar King.
Ja. Ach ja. Oh, Entschuldigung, aber das musste jetzt einfach sein. Ich glaube, sonst wäre ich daran gestorben. Ja, was ich noch sagen wollte, es gibt Leute, die sich darüber aufgeregt haben. Man liest die Texte in einem Let's Play vor, die andere Leute sagen. Das wird euch bei meinem kommenden Projekt auch passieren, beziehungsweise ich werde das bei meinem kommenden Projekt beachten. Schon witzig. Ich habe das, ja, Projekt noch nicht mal angefangen und weiß schon, was alles anders ist. Naja, natürlich. Soll das die Erholungstaktik sein? Das ist ja nur ein Bummels. Was soll das denn? Naja, wie auch immer, ihr könnt auf mein neues Projekt gespannt sein. Falls dieses Video hier überhaupt jemand sieht. Naja, nein. Ihr könnt auf mein neues Projekt gespannt sein. Ich hoffe, dass es euch genauso gefällt wie dieses hier, weil dann ist es echt wahnsinnig beliebt und berühmt und ich werde YouTube-Partner und bla und bli und blub. Nein, natürlich alles Blödsinn. Ich würde nie YouTube-Partner werden. So, ich. Ach komm, einen Trainer machen wir noch. So lang dürfte der Part auch noch nicht gehen. Ich habe natürlich auch. Ich nehme gerade auf. Aber wir haben ja schon eine Zeit lang Entwicklungen vorher gesehen. Und die sind natürlich in der Aufnahmezeit nicht drin. Aber im Part schon. Deshalb würde ich sagen, den Trainer noch als wirklich allerletztes. Und dann reicht's auch. Reicht der dann wirklich? So. Feuerodem. Normal, Drache gegen normal sollte eigentlich. Ja, okay. Jetzt nicht die Überpower der Kraft schlechthin, aber. Ja, es geht. Hey, ihr habt recht, ich könnte mal Schaufler probieren. Das macht sicher vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Immerhin haben wir dann einen Step dazu. Bam. Das hat aber auch nicht besonders reingehauen. Da tut der Schlitzer mehr weh. Und die kämpfen hier alle schon mit Hypertränken, was ziemlich nerven kann. Ach, jetzt dachte ich, meine Attacke geht daneben. Nein, hat getroffen. Gut, 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 gut. Zweimal Knirscher. Das Pokémon müsste üble Bisswunden haben. Wow, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir diesen Angriff überleben. Von dem her ist das in Ordnung. Jo. Okay. Damit hätten wir dann den heutigen Part beenden wir. Und wer die Frage des Parts schon vergessen hat, sollen wir nach der Top 4 uns noch um Latios oder Latias kümmern? Und vor allem, welchen der beiden sollen wir uns kümmern, falls wir uns um die kümmern sollen? Ich sage euch aber eins dazu. Wenn wir uns um Latios bzw. Latias kümmern, holen wir uns auch die anderen legendären Pokémon, die es da noch zu suchen und zu finden gibt. Sprich, zum Beispiel die Regis, wer sie kennt. Wer sie nicht kennt, darf überrascht sein. Also, sollen wir uns nach der Top 4 noch auf legendäre Pokémon-Jagd begeben oder nicht? Ihr entscheidet. Ich danke wie immer fürs Zuschauen und hoffe, euch beim nächsten Part oder beim neuen Projekt auch begrüßen zu dürfen. Man sieht sich, Leute, bis dahin und ciao.